Zu dem So schauen Sieger aus gibt's jetzt das Schalalalala. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich habe euch nicht zu viel versprochen, wenn ich sage, wir haben heute einen richtigen Sieger. Und in dem Fall geht es um die Maiselweiße und zwar das Original Hefeweißbier. Auch immer hier schön auf dem Kanal zu sehen. Und dieses Bier hat bei den World Beer Awards auch eine Goldmedaille gewonnen. Wir hatten ja schon die alkoholfreie Variante. Das ist jetzt die ich sag mal, die normale Variante. Und normal kann sie in Wahrheit ja gar nicht sein, wenn man Gold gewinnt, sondern die muss dann auch noch richtig gut sein. Ich erzähle diese Geschichte immer wieder. Maisel Weißbier, das ist vermutlich so das erste Bier, was ich so auf einer Distanz von, naja, vielleicht 50 Zentimetern gesehen habe. War immer mein Vaters Lieblingsbier beim Skifahren, als wir im Fichtelgebirge unterwegs waren. Und ich bin da halt auf Skiern den Hang runtergerutscht. Meine Eltern haben Langlauf gemacht. Und abends gab es halt für meinen Vater zumindest immer das Maisel Weißbier. Ich war noch viel zu jung dafür. Aber der Name ist mir zumindest in guter Erinnerung geblieben. Und dieses Bier hat 5,2 Volumenprozent Alkohol und 12 Bittereinheiten. Und jetzt müssen wir das hier noch zeigen. Eine entsprechende Bottle Cap und dann schauen wir einfach mal, was sich hier den Weg ins Glas bahnt. Ich habe, wie ihr sicher gesehen habt, als ich das ausgepackt habe, auch das passende Glas dazu. Und da will ich es jetzt mal reintreiben. So, nicht den Fehler machen, die Hefe zu vergessen. Ich weiß, ich bin da Experte drin. Gerade wenn ich vor allen Dingen beim Videodrehen an andere Dinge denke als daran. So, was haben wir denn hier? Das ist mal wirklich tiefgolden, goldgelb, schöne orangene Farbe, vielleicht ein bisschen Bernstein obendrauf. Ja, der Weizenbier-typische, mittelporige, aber schön kompakte Schaum. Schön dicht. Ja, und in der Nase ist das, was man eigentlich erwartet. Aber es geht hier tatsächlich sehr deutlich in die hefige Richtung. Zumindest vom Aroma her. Eine sehr starke Hefenase. Und Banane ist mit dabei. Hat auch eine gewisse Würzigkeit. Was nicht so präsent ist, ist die Nelke. Die ja normalerweise Banane, Nelke, das gehört ja fast unisono dazu. Hintergrund irgendwo. Aber ich würde sagen, probieren wir es einfach mal. Cheers! Ja, da ist A, die Banane. B, da ist die Nelke. Und C, da ist die Hefe. Die bleibt also offensichtlich immer noch schön mit drin. Es ist aber ein schön kräftiges, vollmundiges Bier, hat eine für Weißbiere doch überraschend fruchtige Seite. Es ist auch so Zitrusfrucht mit dabei, Zitrone. Hat vielleicht auch so einen ganz leichten, blumigen Touch, dieses Bier. Aber es ist eigentlich genau so, wie man sich's vorstellt, wie ein Weißbier sein soll. Irrsinnig erfrischend natürlich. Nelke ist mit am Start. Es ist in Wahrheit genau das, was einem sofort an Aromen, Geschmacksnuancen in den Sinn kommt, wenn man an ein ja, klassisches bayerisches Hefeweißbier denkt. Es hat einen schönen, kräftigen, mittleren Körper, eine Weizenbier-typische spritzige Kohlensäure, erfrischt wie die Hölle, cremige Textur auf der Zunge. Und es geht auch in Wahrheit hinten sehr cremig in den Nachtrunk rein. Es bleibt würzig, es bleibt fruchtig. Es ist unfassbar gut balanciert, auch das Bier. Es ist, ja, wenn man jetzt so eine Checkliste hätte, wo man sagen könnte, ah, okay, 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 alles da drin. Und
Hat keine fancy Ausreißer. Ist jetzt kein Bier, wo ich sage, da ist irgendein wilder Hopfen drin oder da hat man irgendwas ganz Freakiges mit dem Bier gemacht. Nein, es ist einfach nur 120% ganz solides Hefeweißbier. Und ist da Vanille mit drin? Also hier keine Vanille mit drin, aber hinten im Nachtrunk hat so eine leichte Vanillegenote mit drin. Trotz aller Fragen zur Vanille. Ich wollte schon meine Wertung abgeben für das meiselweiße Original Hefeweißbier von ProbierTV. Und ich bin bekennender Weißbierliebhaber. 5 von 5 möglichen Punkten für das Original Hefeweißbier aus dem Hause Meisel. Wenn ihr andere Biere von Meisel kennt, die ich mal probieren sollte, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Wenn ihr der Meinung seid, dieses Bier hätte vielleicht noch einen 6. Punkt verdient, schreibt mir ebenfalls, wenn ihr der Meinung seid, es hätte nur 3 verdient. Auch dann freue ich mich drüber. Lasst uns über das Bier diskutieren. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Morgen schon ist es soweit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.